Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Termin-Maus. Heute möchte ich gerne mit euch Gulaschsuppe machen. Wir legen auch gleich los, denn wir haben Hunger. Ich habe hier ein paar Zwiebeln geschält und halbiert. Mal sehen, wie viel das ist. Ich habe ein paar mehr genommen. Oh ja, 350 Gramm. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein, zwei Knoblauchzehen mit dazugeben und die zerkleinern. Das werde ich die nächste Zeit nicht tun, denn ich habe mir Knoblauchpaste geholt. So habe ich praktisch immer Knoblauch im Haus. Die Zehen vertrocknen mir nicht oder, ja wie gesagt, ich habe dann halt immer Knoblauch im Haus und diese Knoblauchpaste gebe ich halt erst später dazu. Aber wenn ihr Knoblauch da habt, frischen Knoblauch, dann würdet ihr jetzt ein, zwei Knoblauchzehen mit reingeben. Ansonsten zerkleinern wir das Ganze und zwar 3 Sekunden Stufe 5. Das war's auch schon. Aus und weiter geht's. Ups. Runterschieben das Ganze. Jetzt werden wir die Zwiebeln andünsten. Ich habe hier noch so ein Restöl. Ich schaue mal, wie viel das ist. Ich schätze mal 10 Gramm. Ja, 15 Gramm. Reicht. Deckel auf. Und jetzt dünsten wir die Zwiebeln an. Und zwar 3 Minuten. Aroma Stufe 1. Und weiter geht's. Jetzt haben wir hier Gulasch. Und zwar habe ich das vor 2-3 Stunden, ich weiß gar nicht genau wann, mariniert. Und zwar habe ich 2 Esslöffel Öl ungefähr, 2 Esslöffel Sojasauce in die Schüssel gegeben, dann ein bisschen Paprika, Salz, Pfeffer, habe das Ganze verrührt und dann das Gulasch reingegeben, bisschen durchgemengt und dann im Kühlschrank marinieren lassen. Das geben wir jetzt dazu. Da sage ich euch auch mal, wie viel das ist. Das ist übrigens Schweinegulasch. So, das sind 890 Gramm. Tara-Taste gedrückt. Jetzt nehmen wir ein bisschen Tomatenmark. Das kommt noch dazu. Nach Gefühl. Mein Gefühl sagt mir 45 Gramm habe ich jetzt. Ob es 40 Gramm ist oder 50 Gramm, spielt keine Rolle. Das wird jetzt nochmal gedünstet. Und zwar 5 Minuten. Linkslauf jetzt ganz wichtig und Rührlöffelstufe. Weiter geht's. Ich habe übrigens die Stufe geändert. Beim Andünsten können wir auch die Varoma-Stufe nehmen. Habe also von 100 Grad auf Varoma-Stufe gedreht. So sieht es jetzt aus. Der Topf ist jetzt schon sehr voll. Und jetzt kommt dazu. Jetzt kommt mein Knoblauch, meine Knoblauchpaste. Ich nehme so ein Viertel Teelöffel. Das reicht. Voilà. Dann etwas Pfeffer. So. Dann haben wir hier noch Rosmarin. Dann habe ich hier noch Basilikum. Ich hätte gerne Majoran gehabt, aber das war alle. Macht nichts. 2 Brühwürfel oder 2 Teelöffel Gemüsebrühpaste. Dann haben wir eine kleine Dose gestückelte Tomaten. Die kommen dazu. So. Salz.
Teelöffel Salz. Für die Farbe gebe ich bei Fleisch gerne einen halben Teelöffel Backkakao dazu. Dann ist es noch ein bisschen dunkler. Also einen halben Teelöffel Backkakao. Und für das Aroma gebe ich gerne ein paar Röstzwiebeln dazu. Ein paar, um genau zu sein, 40 Gramm haben wir jetzt. So, haben wir alles drin, zack, 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 jawohl. Jetzt geht's an die Flüssigkeit. Schauen wir mal, wie viel wir da nehmen. Der Topf ist ja schon sehr voll, dadurch, dass ich ziemlich viel Gulasch hatte. 630 Gramm habe ich jetzt. Und jetzt wird das Ganze gekocht. Und zwar 35 Minuten. 100 Grad. Oh, Linkslauf, ganz wichtig. Und Stufe 1. Und dann bin ich gespannt, wie es gleich aussieht. Bis gleich. So, das waren die 35 Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe zu viel Fleisch genommen. Denn es wird wohl eher aussehen, nicht wie eine Gulaschsuppe, sondern wie Gulasch mit, ja, als wenn man Nudeln oder Kartoffeln dazu isst. Ich gebe jetzt 2 Paprika in Streifen geschnitten dazu. Es wird alles sehr eng im Topf, aber es passt. Und um das Ganze noch ein bisschen anzudicken, habe ich 1,5 Esslöffel Mehl genommen und es mit Wasser glatt gerührt und es kommt jetzt dazu. Das lassen wir nochmal 8 Minuten mitkochen und dann ist unser Gulasch fertig. 8 Minuten, 100 Grad, Linkslauf natürlich wieder und Stufe 1. Wir kommen zum letzten Teil des Videos. Da mein Mann einen Termin hatte oder hat, mussten wir schon essen. Das heißt, wir sind jetzt schon pappensatt. Die Suppe war sehr, sehr lecker. Ich war ja der Meinung, es war zu viel Fleisch. Mein Mann sagt, Fleisch reicht. Paprika, davon hätte die Hälfte dicke gereicht. Während ich natürlich sage, ich mag lieber Paprika als Fleisch. Also das müsst ihr selbst entscheiden. 2 Paprika, meinte mein Mann, war doch zu viel. Eine hätte gereicht. Aber das entscheidet ihr so, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt mal ein Foto, wie das Ganze auf dem Teller aussieht. Sieht lecker aus, oder? War auch richtig lecker. Gewürztechnisch schaut ihr selbst, wie ihr es macht. Das Rezept setze ich euch wie immer unter das Video in die Infobox. Da könnt ihr es dann, wenn ihr es ausdrucken wollt, einfach kopieren, in eine Word-Datei kopieren und dann halt ausdrucken. Bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich noch jemanden gratulieren. Und zwar, meine kleine Freundin Lara hat heute Geburtstag. Lara, herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Ich habe die Torte gesehen, die deine Mama für dich gebacken hat. Die ist ja hammermäßig. Super, Carmen. Ganz toll. Echt klasse. So, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert die Suppe gerne aus. Ja, auf meiner Seite Tammy Maus aus Friesland könnt ihr euch sonstige Anregungen auch noch holen, Tipps oder Tricks mir schreiben oder halt in die Kommentare unter das Video. Daumen hoch wär natürlich wie immer super, klar. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das machen auf dem roten Button unterm Video. Dafür müsst ihr registriert sein. Seid ihr das noch nicht, könnt ihr das kostenlos machen. Und wenn ihr mich dann abonniert habt, beziehungsweise meinen Kanal, dann könnt ihr regelmäßig neue Informationen darüber bekommen, wenn ich mal wieder ein neues Video habe. Bis dahin, ich muss mich sputen. Ich habe nämlich gleich einen Termin mit meiner Freundin Kerstin. Wir machen uns einen schönen Mädelsabend. Bis dahin, liebe Grüße, eure Tammy Maus. Tschüss!